Hallo und willkommen bei 20 Minuten Retro bei uns auf dem Kanal der Knalltüten. Wir spielen 20 Minuten Retro-Spiele und stoppen, sobald die Zeit rum ist. Anschließend bekommt ihr eine persönliche Einschätzung von uns. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann lasst einfach ein Abo und einen Daumen da und aktiviert im besten Fall die Glocke. Das kostet euch nichts und hilft uns zu wachsen. Solltet ihr mehr von dem Spiel sehen wollen, dann lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. Und jetzt genug gequatscht, viel Spaß bei 20 Minuten Retro. Und damit einen wunderschönen guten Tag zu Super Soccer bei uns auf dem Kanal der Knalltüten. Ich bin der Yahoo 85 und ihr seht 20 Minuten Retro. Wir spielen heute ein Super Nintendo Spiel und ihr seht schon, wie gesagt, Super Soccer. Ich habe mich dafür entschieden, dass wir ein Turnier spielen und mal gucken, wie weit wir kommen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, die 20 Minuten beginnen jetzt. So, Turnier. Also Tournament. New Game. Einer gegen Computer. Ja, ich spiele ja nur alleine. Wir sind Deutschland. Klar sind wir Deutschland. Und wir spielen gegen Belgien. Wer hätte das gedacht? Wir spielen von der Aufstellung her. Ja komm, volle Power. 4-3-3. Torwart, Automatik. Gucken, ob wir die Steuerung hinkriegen. Hier spielt mit der Dolf. Der Franz, der André, der Arnie, der Karl, der Klaus, der Lothar. Der Kurt, der Max, der Rudi, der Hans und die Auswechselspieler. Natürlich irgendwann vielleicht auch Kickoff. Los geht's. Coole Musik. Pass. Oh. Was gibt's hier für Knöpfe? Ich weiß nicht, was für Knöpfe geht, aber. Gut reingerutscht. Mach hier weg. Guter Pass. Coole Musik. Kann man abhauen. Schieß. War das ein Schuss? Tor! 1-0. Der Max war's. Für die Max. War's ein Klacks. So, jetzt. Ich habe das Gefühl, wir sind gut. Oh. Denkt die wahrscheinlich auch. Was schnappt ihr? Oh. Hab ich noch Abwehrspieler? Ja, hier. Oh, da schießen sich gegenseitig ab. Ihr Pfeifen! Ja, falls jetzt jemand sagt, das ist aussieht wie FIFA, ihr habt nicht recht. Oh, hier der Torwart, das ist ja ein Weltklasse-Dolf! Gut gemacht, Dolf. Schießen nach vorne. Oh, jetzt ein Kopfball. Nein, ein Reinrutsch! Und die 10 hat den Ball. Fliegt den, flankt den rein, meine ich, macht einen Kopf! Nee, macht keinen Kopfball. Ich komme mir vor wie Yahoo Buschmann. Wo holt ihr? Oh, toll! Dolf, die Pfeife! Na gut, Weil hat jetzt Tor geschossen, Weil, was weiß ich, warum. So, und jetzt Kopfball. Ach, nee, Fallrückzieher. Schuss! Oh, was für eine Parade vom Torwart. Die Musik ist cool. Das müssen sie vielleicht mal einen echten Stadion auch einführen. Tor! 2-1. Das läuft der Lothar. Und Lothar, das ist bestimmt Lothar Matthäus. So. Au! Ist das eigentlich auch ein Schiedsrichter? Pfosten, Torwart, unser Dolf hat. Ja, wir spielen heute ein Super Nintendo Spiel. Nicht weil mir die Spiele ausgegangen sind vom PC, sondern ich hatte einfach Lust drauf. Deswegen, wundert euch nicht, es kommen wahrscheinlich jetzt immer mal irgendwelche Konsolenspiele zwischendurch. Au! Ja, ich hatte, wie gesagt, einfach Lust. Dass es jetzt ausgerechnet auf Fußball geworden ist. Au! Mit Foul. Das war reinster Zufall. Oh. So, jetzt ist mal mit das Spiel aufbauen. Dolf, du machst das. Nicht, dass mein Vorname irgendwas mit A heißt. Na gut, kann ja sein. Oh! Corner Kick. Also Ecke, zu gut Deutsch.
Kamera schwenkt hinüber zum Eckball. Die Pünktchen punkten dahin. Und die Ecke wurde ausgeführt und es wird kein Tor. Oh, der Dolf. Wir haben den besten Dolf aller Zeiten. Kommt der nicht keiner ran da hin? Ich habe andere Knöpfe. Ja, hier kann er flach schießen. Oh, aus der Ferne. Jetzt Schuss und! Voll gegen Pfosten. Oh, hin und her. Schön. Startverspieler? Ja, hier. Au, Torwart Dolf! Uff. Oh, der Dolf, das ist wirklich der beste Torwart, den ich je gesehen habe. Nicht um Manuel Neuer jetzt schlecht zu reden, das nicht. Aber wer ein Dolf hat. Schießen Tor! Wow! Wer war's? Der Kurt! Kurt, das war wahrscheinlich Kurt Cobain. Hallo Kurt Cobain. Es lohnt sich aber hier aus der Ferne zu schießen. Durchaus Tor! 4-1! Rudi! Rudi! Rudi Völler oder Rudi Assauer? Ja, ich schätze mal eher Rudi Völler. Okay, doch mal, komm, weil es so schön war. Der hält ja gar nicht! 5-1! Rudi. Rudi ist wirklich ein Fußballgott. So, komm, wir können mal wieder Knöpfe ausprobieren hier. Ja, rumrumpeln gibt's hier noch. Yeah! Aber ein Torschuss muss sein. Jawohl, und da sitzt natürlich. Hinten steht Gameboy. Und wieder war es Rudi mit seinem Hattrick. Gut gemacht, Rudi. Komm, unboxen. Zack. Flacher Pass. Anderer flacher Pass. Wir können ja mal gucken, ob wir noch andersweitig Tore schießen können. Nicht so aus der Ferne immer. Och, ja, ins Aus. Naja, Einwurf ist Einwurf. Besser als Zweiwurf. Hol mal. Los, Rudi. Das ist gar nicht Rudi. Irgendwo hier vorne ist Rudi. Das ist doch Rudi, die 10. Rudi nicht die 10? So, per Kopfball oder so mal ein Tor. Das wäre mal schön. Ich würde hier mal rein zu flanken. Das gibt's doch nicht. Dreh weg. Jetzt! Jawohl. Guter Pass. Guter Querpass. Oh, da war's ja ein Pass. Das ist doch schräg geschießt! Oh! Ja, man kann ja mal ein bisschen was probieren, ne? Immerhin die Deutschlands. Das ist auf der Zeit sehr wahrscheinlich ein normales Spiel gereicht. Oh, Feuer gibt es in der eigenen Richtung. Oh, nicht schlecht. Könnt ihr mal umnieten? Zack, Blatt. Gut gemacht. Brüder der Freiheit. Oh, das gleicht eher ein Kampfspiel als ein Fußballspiel. Das ist halt super Soccer. Das hätte mich jetzt nicht. Halbzeit, er fliegt und es ist Halbzeit. Ist aber nicht schlimm. Wir führen ja. Die Mannschaften betreten die Katakomben. Auch Dolf joggt hinterher. So, wir bleiben bei der Aufstellung. Ja, das kommt. Das lassen wir so. So, wir lassen alles so. Das passt schon. Jetzt kommen sie zurück. Moin. Alle im Gleichschritt. Das ist wirklich ein Kriegsspiel hier. Soldaten kommen auf den Platz. Oh, andere Musik. Jetzt sind wir nach unten. Cool, wo wir da genauso treffen. Hey. Hä? Nach oben spielt er wie lieber, oder nicht? Der Dolf wird da. Also, vergesst doch. Gegen unseren Dolf habt ihr keine Chance. Der war gut. Oh, der war schlecht. Aber so ein richtiger Schiedsrichter scheint es ja wirklich nicht zu geben. Man ist immer gepfiffen. Aus der Schräge! Oh, oder so. Boah! Was für ein Tor! 7-1! Geil! Oh no! Mach dir nichts draus. Den nächsten hältst du auch nicht. So. Ich halt gehässig. Mach weg! Jawohl! Gut gehalten. Einfach mit dem Fuß. Der war zu weit rausgeköpft. Deswegen Einwurf Belgien. Spiel nach vorne. Lauf. Ne, doch, jetzt macht er nicht. Euer Ehrentreffer könnt ihr ruhig so lassen, wie er ist. Aber mehr nicht.
Nicht wie hin? Ach, genau. Ich glaube, bei dem Gegentor hat Dolph ein bisschen geschlafen. Aber es sei ihm verziehen. Es ist halt ein Dolph. Mal von hier schießen. Boah, traumhaft. 8-1. 8-1. Und es ist mal wieder unser Rudi. Rudi. Du alte Salatschnecke. So. Das war jetzt Verzweiflungsschuss. Ach, selbst Verzweiflungsschüsse gehen rein. Ich glaube, wir brauchen Gegner, keine Opfer. Aber ist nicht schlimm. Jemand hat Bällchen-Schnupfen. Komm mal, komm, ich will jetzt mal ein Kopfballtor schießen. Ein Kopfballtor muss doch gehen. Nimm du mal. Nee, nicht du. Rein jetzt hier. Nimm du. Genau, und jetzt flankst du den Ball bitte rein. So, und jetzt Flanke und... Oh! Das war Volley. Das kriegen wir noch hin. Wir haben noch Zeit. Wir waren zu langsam. Oh, der Ball zu schnell. Komm mal, jetzt aussuchen. Aus der Schräge, komm, was anderes. Oh nein. Oh, super Pass. Nimm du mal da vorne. Guter Querkopf. Querkopf. Peter Querkopf. Oh nein, nicht ja. So, und jetzt. Ja, kommt doch gut. Nein, kommt nicht gut. Au. Jetzt machen die Kopfballspiel. Jetzt kriegen sie es hin. Und. Oh nein. Weil diese Müsli-Gesichter wegstanden. Oh, das ist ja geplaut hier. Nimm du mal, Torwart. Und Kopfball weitergeleitet. Und. Oh. Hätte ja auch mal klappen können. Da läuft der vorderste Spieler hin. Einwurf. Aber jetzt haben wir Einwurf, hoffentlich mal. Sehr schön. Er schmeißt ihn rein. Und der Belgianer hat ihn. Boah. Da ist er nach vorne. Und hat ihn abgeschossen. Auch niedlich. So, aber jetzt. Eine Flanke für den Herrn. Und. Zack, jawohl! Das war das Kopfballtor, das 10:1 von uns, Rudi. Geil, Rudi. Das war ein geiler Rudi. Der hat vielleicht auch einen geilen Rudi. Oh, schnell nach vorne. Der Torwart war einfach schneller an der Pille. Und nochmal ein Schuss. Zack, F1. Es fallen viele Tore. Die Zuschauer kriegen durchaus was geboten. Besonders wieder mal von uns, Rudi. Da vorne dreschen, mal gucken. Ja, echt jetzt. Wieder Rudi. Ja, der Rudi soll der Präsident werden, das ist ja gut. So, was anderes einfallen lassen noch. Ja, ein Volley-Tor. Können wir das noch hinkriegen oder so aus dem Weg her so. Und jetzt, zack, so ihn weiterleiten. Jawohl, voll Pfosten. Klasse. Fallrückzieher. Direkt abgenommen? Nein, auch nicht. Oh. Ist er ja erstmal ausgerutscht. Dolph! Gut, Dolph. Ja, gegen Dolph. Kann man halt nichts machen. Aber vielleicht könnte Dolph ja mal noch ein Tor schießen. Vielleicht schafft man das ja noch. Nee, Zeit ist bald rum. Trotzdem noch probieren. Hier, Dolph, nimm du mal. Oh, den hat er nicht gehabt. Dolph, Dolph, Dolph. Es war nämlich Like. Like. So, okay. Ups. Was war das für ein Anstoß? Da hebt er die Beine hoch. Das Spiel ist jede Sekunde vorbei. Da sind wir die strahlenden Gewinner. Und genauso sieht es aus. 12:2. Welch knapp. Unten gibt es noch einen Code. Den machen wir jetzt nicht. So, die freuen sich. Wir trinken weiter. Zweites Spiel. Wir sind immer noch Deutschland und spielen jetzt gegen Uruguay. Ja, das kann ich mir denken. Wir lassen alles so, wie es war. Weil damit sind wir gut gefahren.
und gehen ins Spiel hinein. Kickoff. Spiel 2. Auch wieder unsere Musik. Erstmal müssen wir dafür sorgen, dass wir hier führen. Das hat ja vorhin mit den Torschüssen von der Ferne gut geklappt. Moment mal hier. Schuss! Wow, das war doch mal eine Möhre. Super. Und es war wieder Rudi. Rudi. Wunderbar. Wie im Stadion hier. Atmosphäre. Totstille. Nee, weiß nicht. Ist ja coole Musik. Hol. Hol. Holkreuz. Bestimmt wieder uns Rudi. Was macht denn der Fallrückzieher? Doch, das wäre ja ein Ding. Hier der norwegische. Nee, Quatsch, was war das Uruguay? Oliver Kahn nicht gehalten hätte. Wir haben keinen mehr. Dolf, pass auf! Oh, Dolf. Nee. Pablo schießt da. Pablo, Juan Pablo. Egal, aber lassen wir uns nicht verunsichern von Juan. Wir schießen einfach von vorne. Der ist ja neuerdings der Abwehrspieler hier. Tor! 2-1, sehr gut von Max. Yo, Max, du kannst das. Das ist gut, Max kann's. So, wir müssen auf Nummer sicher gehen. Also der Torwart ist mindestens genauso gut, wie der belgianische Torwart gewesen ist. Oder hat einfach keine Chance gegen uns, Rudi. Ich hätte trotzdem mal wissen, ob er aber auch unter Torwart Tor schießen könnte. Ja, das würde gehen. Das wäre es, wenn Dolf nochmal gefeiert wird. Dolf, gib alles. Ich stehe da noch rum über was. Schieß! Jawohl! Unser Dolf! Dolf, Dolf, Dolf! Ja, Dolf ist gut. Dolf könnte also auch als Stürmer spielen. Obwohl, die standen aber auch eigentlich alle rum wie so ein paar Vasen. Komm nochmal. Weil es so schön war. 5-1. Es ist eine sehr einseitige Partie. Und Lothar darf auch mal. Da können wir die anderen ja auch mal dazu bringen, dass sie mal treffen. Geh mal, spiel mal zurück. Nimm du mal. Okay. Aber wenn er mal durchkommt, ja, da kommt doch schon die Nummer 3. Ja, aber Nummer. Faul! Faul? Das könnte es doch einen Faul gibt. Oder kommt der dicke Möhrenschiedsrichter? Das gibt Gelb für die Nummer 8. Wir haben Freistoß. Achso. Einen kann man das gar nicht einstellen, sehe ich gerade. Wie ich vorhin schon mal sagte, ganz so FIFA nicht ist es nicht. Aber muss es auch nicht sein. Es macht trotzdem irgendwie Spaß, wieder nicht. Boah, voll an den Pfosten. Moment, nicht so schnell. Ich kann nicht gleichzeitig denken und spielen. Ja, das klingt irgendwie jetzt gut. Oh, der Fallrückzieher-Pass. Sind meine Spieler echt arrogant geworden, habe ich das Gefühl. Auf jeden Fall gibt es einen Wurf. So, Dolf muss wieder ran. Dolf, Achtung! Jawohl, guter Dolf. Das wäre Dolf Olaf. Der ist voll abgeschossen. Hol dir. Jawohl. In die Markengrube getreten. Niedlich. So muss Fußball sein. Schlamm catchen. Boah, was für ein Tor. Woo! Das war uns Max. Passt. Max würde ich meinen Hund nennen. Ging gut. Und noch eins. Jawohl. Das ist ja wirklich der Torwart, der scheint zu pennen. Und es war wieder Rudi. Es war zwar kein lupenreiner Hattrick, aber es war immerhin einer. Du mal, nee, du mal hier. Pass nach vorne. Ins Mittelfeld, in den Sturm. Upp, der fliegt auf die Gusche. Ball oben halten, machen wir jetzt oder wie? Und Rudi! Oh, Rudi trifft Pfosten. Direkt abgewehrt und der Ball kommt nicht zum Tor. Und da wieder Volley und ach, was das immer für Bewegungen waren.
Andi Olver noch Rückenschmerzen. Jawohl, gut gemacht. Guter Schmuck. Kick weg. Jawohl, weggekickt. Schuss. Und er ist sogar noch leicht gedreht nach links. Drin ist drin. Lothar kann's. Also der heißt nicht Lothar kann's, aber der kann's halt. So. Der kann's. Ach ja, ich wollte doch nicht mehr solche Tore schießen. Vor allem nicht Rudi. Rudi ist blond. Genauso wie Lothar, Adolf und nicht Adolf, Dolf. Komm ich denn bloß bei dem Namen auf Adolf? Auch Tor, wieder Rudi. Na klar war es wieder Rudi. Also Rudi, schießt sie alle in Dach und Boden. Oder wie man das auch immer sagt. Ich bin jetzt nicht so der Sprücheklopfer. Tja, Tor. Mal wieder von Lothar. Mensch, und Lothar, du bist heute aber ohne kleine Tormaschine. Du Pfosten. Oh, ich würde. SimCity steht sogar da hinten. Und Nintendo. Nintendo. So, 10 Sekunden noch. Komm, das wird ja noch ein Abschlusstor. Zack! Oben sind so 19. Aber unsere Zeit ist jetzt gleich rum. Und zwar jetzt. Der Wecker ringelt. 20 Minuten sind rum. Wir können ja Pause machen irgendwie. Ja, können wir Pause machen. Das war mal ein Super Nintendo Spiel. Und zwar Super Soccer. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Freude. Auch wenn wir so knapp gewonnen haben. Ja, Bewertung seht ihr gleich. Und bis zum nächsten Sonntag. Euer Jaro85.